Es war schon eine verrückte Zeit, aber sie hatte auch verdammt Schönes. Und wir wollen das heute machen mit dem Beat Club, der 1965 das erste Mal am 25. September erschien, auf dem Bildschirm, natürlich in Schwarz-Weiß. Es gab ja nur das erste, zweite und dann so das dritte Programm. Das dritte hat kein Mensch gesehen. Das war so eine Art Schulfernsehen. Also, ne, aber wir haben es immer noch. Und ein bisschen mehr. Ja, aber damit wir jetzt musikalisch da durch können, durch die 60er und diese tolle Zeit, brauche ich natürlich diese beiden Jungs. Und jetzt einen Riesenapplaus für Agathe Dörsam und Rainer Schindler. Und jetzt macht ihr Musik. Okay, let's go. Okay. Sehr angenehm. Leider ist er nicht mehr da. Ja, wir haben aber viele, viele Bands gehabt. Und ich kann nur sagen, ich habe mich auch mit sehr vielen Leuten angefreundet. Bis heute bin ich noch mit vielen befreundet von den Musikern. Und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich meine, die beiden gehören auch dazu.